der Begriff Ressourcen, den verwende ich eigentlich nicht so gerne, sondern ich verwende gerne den Begriff Kraftquellen. Kraftquellen hat einfach eine ganz andere Wirkung, ja? Wenn wir uns allein schon vorstellen, was assoziieren wir mit Ressourcen? Häufig was Endliches, was Knappes, was irgendwo nur begrenzt verfügbar ist, wo wir eher mit dem Mangel in uns in Berührung kommen. Während wenn wir über Kraftquellen sprechen, dann, ja, wenn wir an eine Quelle denken, aus der sprudelt es, ja? Aus der steigt etwas hervor. Etwas, was uns nährt, was in uns aufsteigt und uns ja, versorgt mit Energie, mit Kraft, mit Lebendigkeit, mit Freude, mit Leichtigkeit. Vieles kann eine Kraftquelle sein, wenn du es als solche auch in deinem Leben empfindest. Also, wir können typischerweise und können wir unterscheiden zwischen zum Beispiel zwischen äußeren und inneren Kraftquellen. Also äußere Kraftquellen könnten zum Beispiel solche Dinge sein wie unsere finanziellen Mittel oder Freunde, Verwandte. Wir können auch unterscheiden zwischen mitbekommenen Kraftquellen, die wir von Geburt an haben oder die wir zum Beispiel, in welche Familie sind wir geboren, welche Talente haben wir mitbekommen, Dinge, die uns von Geburt an oder schon von der Kindheit an leicht fielen, die uns so ein Stück weit zugeflogen sind oder es sind auch natürlich Kraftquellen, die wir erworben haben, die wir durch Übung und durch regelmäßiges Lernen, Vertiefen oder Entwicklung weiterentwickelt haben. Häufig ist es so, dass wir in unserem Denken ganz schnell uns gar nicht klar ist, was sind denn eigentlich unsere Kraftquellen, was sind denn unsere Stärken, unsere Fähigkeiten, sondern wir fokussieren in unserer Wahrnehmung häufig auf das, was wir nicht so gut können, da wo es nicht so läuft, wo eher unsere Defizite sind oder unser Mangel sich befindet oder das, wo Schmerz sich befindet. Und dann bindet das unsere Aufmerksamkeit und wir kreisen nur noch um diese Themen und vergessen oder blenden wie ausgeblendet, dass das, was wir eigentlich an Fähigkeiten und Stärken in unserem Leben haben, und nehmen die gar nicht mehr wahr. Wenn ich auf mein Leben schaue, was sind dann meine Kraftquellen? Ja, es lohnt sich, diese Frage einfach mal zu stellen und dem nachzugehen. Was taucht da auf, wenn ich die mal so ein bisschen wirken lasse in mir, diese Frage? Woraus schöpfe ich Kraft? Was nährt mich? Was stärkt mich? Was gibt mir Energie? Und umso mehr ich mich damit verbinde, ja, und das mir sozusagen in meinem Leben schenke, kann das, was schwer ist, leichter werden. Kann das, was eng ist, weiter werden. Kann das, was Gravitation hat, was Gewicht hat, plötzlich verschwinden und es entsteht eine Leichtigkeit und eine Freude, die uns beschwingen kann und die uns ja, durch das Leben fließen lassen kann. Deswegen lohnt es sich, Ressourcen oder Kraftquellen zu pflegen, ja, zu nähren, zu stärken. Und das kann ich tatsächlich tun, indem ich das aktiv übe. Ja? Es gibt zum Beispiel eine ganz wesentliche Kraftquelle, die wir in der körperorientierten Psychotherapie, in der Biodynamik besonders nutzen und das ist unser Körper. Die Fähigkeit unseres Körpers, uns mit all dem zu versorgen, was wir brauchen, tagtäglich. Ja, wir brauchen dafür nichts tun. Der Atem fließt von alleine. Brauchen wir nicht. Ja, das bekommen wir geschenkt. Ja, unsere Organe arbeiten von alleine. Das brauchen wir nicht. Man stelle sich vor, wir müssten das selber tagtäglich bewerkstelligen. Ja? Da wären wir schon beschäftigt, da bliebe kein Raum mehr für irgendwas anderes. In der Gehirnforschung hat sich gezeigt, dass wenn wir bestimmte Aktivitäten wiederholen, ja, befeuert das in unserem Gehirn bestimmte Neuronen. Ja, und diese Haltung oder Aktivitäten verstärken sich.
Das bilden sich Bahnen. Das heißt, wenn wir positive Aktivitäten oder Gewohnheiten entwickeln können, die auf unseren Kraftquellen beruhen, die sozusagen ein Nähren und Kultivieren dieser Kraftquellen beinhalten, dann können wir das mehr in unserem Leben verankern. Können lernen, das mehr in unser Leben hinein zu manifestieren. Also in der Resilienzforschung ist es zum Beispiel so, dass man der Frage nachgeht, warum bestimmte Menschen mit Stress und Trauma anders umgehen können als andere Menschen. Ja, manchen fällt es leichter, traumatische Erfahrungen oder belastende Situationen zu verarbeiten und ihr Leben weiter zu leben als anderen Menschen. Und da ist es eben so, dass ein wesentlicher Aspekt gerade in der Entwicklung und in der Stärkung von Resilienz, von dieser Stärkung der Widerstandskraft, so nennt sich das, Resilienz meint Widerstandsfähigkeit, hat zu tun mit dem Schöpfen aus solchen Kraftquellen.